Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Wow, überfordert. Ich hab doch gedacht nicht, dass das... What the fuck? Okay, ja, läuft. Ich habe auch gerade die Folge begonnen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, also, Hilfe. Was wollte ich tun? Ich hatte gestern noch ein bisschen gefarmt, dann bin ich gestern gestorben, bin mit dem Flugzeug zu meiner Base zurückgeflogen und habe dann das Flugzeug abgestellt, weil es Nacht war und ich dachte, ach, dann komme ich jetzt das nächste Mal in meine Aufnahme wieder zurück hier rein, da ist es dann bestimmt wieder Tag. Ja, Tag war's. Aber irgendwie bin ich total überfordert gerade mit der Lage gewesen. So, das ist jetzt schon mein fünfter Tod hier in Jet, aber glücklicherweise werden Tode hier gut besser verziehen. Oh Gott, es wird schon wieder dunkel. Nee, nicht gut. So, während ich jetzt zurück zu meiner Base fliege, erstmal. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass euch das Projekt auch soweit gefällt. Ja, Lava hat Spaß gemacht, aber Lava ist dann auch irgendwann, ich muss mal ein bisschen leiser. Lava ist dann auch irgendwann mal zu Ende. Ich muss mal ein bisschen leiser, ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist. Ja, und die Lava-Map, die gibt es bald zum Download auch. Das neue Projekt hat ja ziemlich schnell begonnen. Und ihr habt ja bestimmt auch meinen Kommentar gelesen, den ich unter dem letzten Video geschrieben habe. Ich werde leider vorproduzieren müssen. Also noch seht ihr relativ aktuell die Folgen, aber in Bälde werden Folgen kommen, die vorproduziert worden sind. Das ist leider nicht anders machbar, da ich für eine Woche nicht da sein werde und euch trotzdem mit Videos beglücken möchte. Ja, und das heißt, wir werden eine Menge tun und die heutige Folge wird mal anders. Anders als meine bisherigen Folgen, die es so gibt. Also heute wird wirklich so einiges anders sein. Was genau anders sein wird, das werde ich euch gleich zeigen. Doch zuerst wollen wir nochmal landen da unten. Irgendjemand scheint hier anderes zu wohnen. Da unten sehe ich gerade, hier ist eine Base errichtet worden. Wer auch immer, ich sehe es ja auch auf der Map, sehen wir gerade hier, da ist ein Landeplatz, ein Luftlandeplatz. Das heißt, irgendwie ist da jemand, der seine Base relativ in der Nähe von meiner Base baut. Meine Base soll komplett versteckt sein. Die soll wirklich später im Berg versteckt sein. Doch bevor ich überhaupt irgendwie mir was einfallen lassen kann mit, ich baue jetzt eine Base oder so, muss ich erstmal kapitulieren, weil es, glaube ich, gerade wieder Nacht wird. Verdammt nochmal. Das wird nichts, Leute. Ich sag's euch, das wird nichts. So, wo ist meine Base? Da ist meine Base, ne? Jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal Kamikaze. Sowas hier. Lass den Heli im Wasser landen. Und kümmere mich nachher um meinen Heli. Der landet jetzt da vorne im Wasser und bleibt auch stehen. Oh, der sinkt. Okay, dann sinkt er. Ich werde jetzt erstmal hier reingehen, denn ich habe Folgendes gemacht. Ich habe hier, damit ihr einmal seht, ich habe eine Farm gebaut, die ich auch gerade mal schnell betreten möchte. Ah, Mann, es ist noch nichts gewachsen, weil natürlich hier sind nicht Spawn-Chunks hier. Das lädt natürlich nicht. Es ist noch überhaupt nichts gewachsen. Aber das wäre dann für Essen später. Und ich habe hier erstmal eine kleine Mine erstellt. Ein bisschen was habe ich schon gefarmt, aber ehrlich gesagt nicht so viel. Und ich hatte vorhin, also als ich das letzte Mal gearbeitet hatte, eine ganz interessante Idee gehabt. Und zwar hatte ich gedacht, dass ich ein kleines Attentat begehe hier unten in der Mine, weil ich sogar so ziemlich low war. Ich hatte nur noch ein halbes Leben und da war ein Creeper vor meiner Tür. Und da habe ich den Creeper einfach reingelassen und ihn hier unten detonieren lassen. Ah, schön. Oh, die Sachen liegen hier sogar noch hier. Cool, ich hätte nicht erwartet. In der Hoffnung hatte ich das getan, um hier unten irgendwelche Ressourcen zu finden. Das Problem ist, dass wir keine Caves haben, etc. in dieser Welt. Das heißt, über Strip Mining muss man erstmal alle Ressourcen finden. Und das finde ich sehr, 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 sehr nervig. Aber wie es so sein muss, es muss so sein. Also wir haben keine andere Chance, es anders nicht hinzukriegen. Deshalb wird diese Folge heute interessant werden, denn ich werde heute schneiden. Und zwar stark schneiden. Und zwar habe ich mir überlegt, wie schneide ich denn am besten das Video? Als einfach nur einen Cut machen, das kennt ihr mich, das ist zu langweilig. Deshalb werden wir Folgendes machen. Ich werde jetzt einen Timer starten, das heißt eine Stoppuhr auf dem Handy starten. Und ich werde euch dann immer quasi, ich disconnecte eben kurz. Ich werde dann jetzt quasi immer euch die Zeit sagen, zu der ich etwas gefunden habe. Dann wird dieses Video nicht allzu lang. Das heißt, wir werden jetzt quasi ein kleines Tagebuch führen. Ich werde jetzt immer mal wieder die Aufnahme aktivieren und dann sagen, so, das ist jetzt gerade diese Uhrzeit und ich habe jetzt gerade das und das gefunden oder was auch immer. Ich beginne jetzt, einen Moment werde ich noch mit euch reden, um euch nochmal ein paar kurze wichtige Sachen zu sagen und dann beginnt hier quasi ein kleines Videotagebuch. So, erstmal, mir ist ein lustiger Fail passiert.
Und zwar wollte ich neulich mal die Craft-Recipe nachgucken für so einen Hubschrauber. Und ich hoffe, passiert jetzt nicht. Ja, okay. Als ich drauf gedrückt habe, habe ich den bekommen. Und erstmal alle so, Cheater! Das war aber nicht beabsichtigt. Das war noch ein der Cheat-Modus aktiviert. Ich habe ja OP gerade auf dem Server wegen Management und so. Aber ihr seht, wie einfach die Dinger zu craften sind. Das Einzige, was man braucht, ist irgendwie nur Eisen, habe ich das Gefühl. Also ich werde mir da schöne Dinger machen. Aber ich habe weder einen Hubschrauber-Landeplatz, ich habe ehrlich gesagt gar nichts. So, zu dem Fail erstmal. Aber natürlich habe ich die gelöscht. Ich will ja hier nicht als Cheater nachher gelten. So, Strip Mining. Ich habe keine Ahnung, wie Strip Mining funktioniert. Deshalb werde ich jetzt einfach mal auf gut Glück hier in den Berg reingraben. Und ich werde immer mal wieder, wenn es Tag wird, rausgehen, mir ein bisschen versuchen, Brot zu machen, meine Farm zu erweitern. Und dann irgendwann wollen wir nicht in dem Berg, sondern wir sind ja gerade hier in der Mine, ne? Da unten sind wir. Und hier ist meine Farm. Ich möchte gerne in diesen Berg quasi meine Base reinbauen. Hier unten den Heli-Landeplatz machen, obwohl den mache ich vielleicht ein bisschen stärker in der Luft. Das soll so wirklich ein mehrstöckiges OP-Base werden. Und an der Stelle schon mal jetzt sage ich euch, ich möchte natürlich auch in meine OP-Base Fallen einbauen. Für den Fall der Fälle, dass irgendjemand aus den auch von den anderen YouTubern auf die Idee kommt, in meine Mine zu gehen, das wird Ärger geben. So. In die Mine gehen? Nein, in mein Haus gehen. Das wird Ärger geben. Da wird der Onkel The Joecraft nicht glücklich sein, wenn das jemand tut. So, jetzt gucke ich mal, ich fünf auf Höhe 67 befinde ich mich hier. Eigentlich sollten wir mal vielleicht versuchen, doch noch ein wenig tiefer zu kommen in die Mine, weil ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel zu entdecken. Deshalb schließe ich diesen Bereich ab. Eventuell haben wir die Möglichkeit, hier Zombies und Dinger und andere Mobs zu bekommen. Nein, ich werde jetzt dann doch hier noch weiter nach unten gehen, weil ich das Gefühl habe, dass die guten Sachen etwas tiefer in Minecraft verborgen sind. Deshalb, das können wir nochmal eben schnell machen und dann würde ich sagen, der Timer läuft noch nicht, den würde ich dann gleich starten. Und dann heißt es, Ahoi Leute, dann werden wir uns erst wiedersehen, wenn ich hier tatsächlich irgendwelche besonderen Fortschritte zu vermelden habe. Ich werde jetzt noch eben mit euch zusammen diese Spitzhacke hier aufbrauchen. Und ja, das Projekt ist auf jeden Fall sehr interessant. Eben nochmal ganz kurz zu der Sache, die ich in dem Kommentar in dem letzten Video geschrieben habe. Und zwar, einmal, wie gesagt, bin ich nicht da, deshalb werde ich vorproduzieren. Die andere Sache ist, dass ich halt nicht so, naja, moralisch gesehen habe ich ja immer gesagt, dass ich nicht auf YouTube sowas machen möchte mit Herumgemetzel und Ballerspiel und oh mein Gott, wir haben Eisen gefunden. Oh mein Gott, ich muss mal ganz kurz hier, juhu! Oh, wir haben unser erstes Eisen gefunden. Ich bin jetzt enorm glücklich, Leute, dass wir doch noch Eisen gefunden haben. Okay, auf dieser Höhe scheinen wir Eisen finden zu können. Das ist eine. Oh, es gibt sogar Kohle. Also so langsam. Ah, jetzt strahlt mir hier die Sonne. Okay, also guter Fortschritt. Guter Fortschritt. Guter Fortschritt. Eisen, Kohle, wichtig. Für mich wichtig. So. Das heißt, wir müssen auch gleich anfangen, die Sachen zu schmelzen. Gutes Management werde ich benötigen und ich werde auch hier ein gutes Management fahren. So, deshalb, ihr seht, ich habe hier mich gut vorbereitet. Ich möchte diesmal gut durchstarten, sehr ordentlich alles machen. Habe erstmal eine schöne Mine erschlossen, werde in dieser Mine jetzt erstmal bauen. Also, eben nochmal ganz zurückkommen. Bin eigentlich nicht so der Waffenfan und so. Und ich finde das moralisch ein bisschen bedenklich. Nichtsdestotrotz werde ich vielleicht mal gucken, dass ich bei dem einen oder anderen Gefecht mitmache, weil es auch von euch gewünscht worden ist. Also jetzt sei nicht so spießig, The Joecraft. Das ist ja alles hier nur ein Spiel. Habt ihr ja recht, es ist am Ende nur ein Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch nur sagen, dass ich da auch ein bisschen Prinzipien habe und mich an meine Prinzipien halte. Und wenn ihr euch das nicht gefällt, dann müsst ihr euch einen anderen YouTube-Kanal suchen. Und dann ist mein Kanal nicht der richtige für euch. So, dann lasst uns doch mal gleich hier unseren Fortschritt genießen. Außerdem werde ich jetzt immer wieder auch am Tage verschiedene Sachen hier oben machen, zum Beispiel Holz. Ich werde eine ganze Menge Holz für meine Base, weil die wird komplett mit Holz eindekoriert werden. Ich werde hier Holz abfahren. Also wirklich die nächste Zeit wird wirklich nur Farming sein. Ja, ich überlege gerade, ob ich vielleicht den nächsten Part dieses Tagebuch mache, weil eigentlich irgendwie kommen wir gerade ganz gut voran. Ich wollte die Parts auch nicht zu lange halten hier von Jet. Es wurde sich auch gewünscht, mach nicht zu lange Parts. Deshalb möchte ich mich zwischen 20 Minuten und 30 Minuten pro Partlänge bewegen. Und alles Weitere schauen wir dann. So, ich möchte meine Hubschrauber-Landeplatz so ein bisschen in der Höhe bauen, damit ich nicht immer bis hier nach unten landen muss. Hier unten wird ein kleiner Schiffshafen wird entstehen, wenn alles so utopisch schön verläuft, wie ich es mir vorstelle. So, dann werde ich mir jetzt gleich mit meinem ersten Eisen erste OP-Werkzeuge machen. Für mich OP, also Eisenwerkzeuge. So, dann eben ganz kurz hier den Fuel-Kanister, den brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt noch ein paar Hubschrauber hier. Meinen anderen Hubschrauber, der ist ja irgendwo auf dem Meeresgrund. Hoffentlich geht der kaputt, ansonsten werde ich den irgendwann in Zukunft mal wieder einsammeln.
Ja, aber hier, wie gesagt, die Sache, die ich auch bedenken muss, ist Essen. Erstmal nutze ich das Ganze hier erstmal noch als schöne große Baumfarm. Ihr seht, ich pflanze hier eine ganze Menge Trees an. Die werden dann auch früher oder später irgendwann wachsen. Ich hatte auf der Suche, war ich gegangen nach Samen. Es gab hier auf der Minimap, sehen wir, könnt ihr mal kurz die Tagesansicht haben? Hier hinten ist so ein schönes grünes Gebiet, in dem habe ich ganz viele Samen bekommen. Was ich auch mal eben machen würde, wäre tatsächlich, das machen wir heute. Wir gehen heute kurz auf eine Expedition und suchen nach Schäfchen. Ja gut, ich lasse das noch ein bisschen hier wachsen. Dann nehme ich jetzt doch nochmal ganz kurz ein Heli und mache mich auf die Suche nach Schäfchen, da ich unbedingt ein Bett haben möchte. Und ich weiß gerade nicht, was brauche ich denn für ein Bett nochmal? Ich sollte mich jetzt beeilen, weil ich gerade wertvolle Tageszeit verliere. Wolle und Holz brauchen wir. Gut, Holz haben wir, check. Wolle wird noch benötigt. Das heißt, dann nehme ich mal ganz kurz das hier mit und ich nehme vielleicht nochmal das hier mit. Und das sollte erstmal genügen an Ausrüstung. Dann brauche ich noch eben kurz einen Helikopter. Oder kann ich meinen nehmen? Ich nehme jetzt trotzdem mal einen hier. So, ich gucke mal, ob ich den jetzt nehmen kann, der. Wohl da oben steht ja noch ein Helikopter. Warte, warte, warte. Dann nehmen wir gleich den, der da oben stand. Und versuchen irgendwie da hochzukommen. Ja, gute Frage. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Keine Ahnung. Ich schnapp mir mal schnell was vom Baumaterial. In dem Berg bauen wir, wie gesagt, die Base rein. Schön mit Glas in den Berg versenkt. Eventuell lasse ich mich auch dazu überreden, noch irgendwelche Besonderheiten der Base zu machen. So, ich muss vor Tagesende wieder unten sein. Die Sonne ist schon im Zenit. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Schade, Banane. Schade, Banane. Kennt mich ja, meine schade Banane. So, ich baue mich am Berg hoch. Am Ende soll man auch nicht so offensichtlich sehen, dass hier meine Base ist. Deshalb bin ich so gerade noch ein bisschen, was ich zum Beispiel auch noch mal überlegt habe, ist, dass wir einen großen Wasserfall machen und hinter dem Wasserfall den Hubschrauberlandeplatz. Es soll so alles tatsächlich versteckt sein am Ende. Und ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber genau das ist so erstmal meine Idee auch. Dass wir wirklich hier terraformieren, dass wir vielleicht tatsächlich eine Höhle machen, so ein Bat Cave. Ich möchte nicht gefunden werden von den anderen. Ich möchte hier wirklich komplett im Abseits liegen. So, deshalb muss ich auch vorsichtig sein mit, wie ich mit dem Hubschrauber herumfliege. Also Fuel hat der hier noch genug. Dann strebe ich nochmal da vorne die Wiese an und suche Schafe. Ich suche Schafe. Die Frage ist, ist es eingestellt, dass ein Tier spawnen können? Ich hoffe doch, ja. So, für die Dekoration der Base werden wir hier auf jeden Fall Möglichkeiten haben. Pass auf, da machen wir ab dem nächsten Part dieses Videotagebuch. Dann werden wir heute nochmal ein bisschen auf Expeditionskurs gehen und versuchen, Schafe zu finden. Wir können auch in die Base von jemand anderem einbrechen und versuchen dort irgendwie unser Glück. Aber irgendwie, ich würde sagen, Schafe werden auch angezeigt, ne? Da unten ist irgendwas. Ah, ne, das ist nichts Besonderes. Ne, hier ist jetzt auch noch nichts. Schafe habe ich bis jetzt hier auch noch nicht gefunden. Durch mein Beacon weiß ich auch immer, wo ich hin muss. So, ich schwebe jetzt mit diesem Hubschrauber wirklich einfach mal hier drüber. Aber es wird, dass ich glaube, ich muss den Heimweg antreten. Ich werde jetzt Folgendes machen: Wir müssen uns doch beeilen. Ich habe keinen Bock, wieder in so ein Gelagere zu kommen mit den Monstern. Es wird wieder dunkel. Ich lande den Hubschrauber eben vor meiner Tür. Sollte auch von der Zeit her passen. So, ab jetzt gehe ich schon vom Gas runter. Den Rest segeln wir nach unten. Ja, ein bisschen Gas muss ich nochmal geben. Hier seht immer den Gaswert. Seht immer hier, wie viel Gas gerade gegeben wird. Also wie stark jetzt die Rotorbretter drehen lassen. Aber landen tut er auch von alleine. So, jetzt muss ich nochmal hier ein bisschen Movement machen. Und es wurde empfohlen, dass ich in den Hovering-Modus gehe. Den dann verlasse, um den Hubschrauber angemessen zu landen. So, jetzt versuche ich nochmal hier die Kurve zu kriegen. The Geocraft kriegt die Kurve. Nicht? Oder doch? Oder? Ja, doch, 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 doch. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Juhu. Und, ja, die Landung war zwar nicht so ganz sachte, aber nicht schlecht. So. Okay, ich hab mir zwar gerade wehgetan, aber egal. Ist natürlich jetzt schade wegen des Essens. Vielleicht ist ja schon was gewachsen. Da kann ich zumindest schon mal ein Brot essen. Das wäre ja schon mal. Ich brauche ja nur 3 Weizen. Ja, das sieht gut aus. Ah, 2 Weizen nur. 1 und 2. Manometer. 2 Weizen, das reicht natürlich nicht aus für ein Brot. Ah. Dann. Oh, und das ist natürlich auch nicht so schön. Das muss man auch natürlich fixen. Aber das wäre dann. Gut, also wie gesagt, wir brauchen noch ein weiteres Weizen. Dann können wir uns auch ein Brot genehmigen. Andererseits, warte mal ganz kurz. Ich habe ja gerade hier Knochen. Die kann ich doch ganz schnell zu Knochenmehl verarbeiten. Und mir eben doch noch ein Brot machen. Dass ich vielleicht. Ah, mein Leben hat sich von alleine geheilt. Ich dachte. Seltsam. Hier haben wir noch einen Weizen, dann haben wir jetzt hier einen Weizen. Und wo kann ich nochmal anwenden? Da kann ich anwenden und da kann ich anwenden. Ja! Das ist doch schon mal, das ist hier schon mal eine bessere Auslese als gerade. So, ein Brot. Wir haben 2 Brote sogar jetzt. Wow, cool. Und genau da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir
genug uns haushalten mit unseren Ressourcen. Also plus die 2 Weizen, die ich hier drin habe, haben wir 6 Weizen, ergibt 2 Brote. Wunderschön, oh lecker. Schlecker, schlecker. So, gut, dann können wir jetzt Profi-Tools machen mit dem hier. Wir werden uns schon mal auf jeden Fall eine Picke machen. Ich werde mal eben kurz 2 Picken nochmal. Ich werde also so Stein und so, das lohnt sich nicht, das damit abzubauen. Also 2 machen wir damit, eine machen wir so. Und ich möchte auf jeden Fall ein gutes Schwert haben. So, das verbessert doch schon gleich meine Aussichten auf Erfolg. Mit dem Essen müssen wir noch so ein bisschen haushalten. Ja, dann bin ich so nett. Okay, ich brauche ein Bett. Das ist wirklich, ich muss ein Bett haben. So, ich gebe ihm ganz kurz einen Moment Zeit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So. Gut, also nicht wundern, dass wir heute noch nicht das machen, dann ist der nächste Part mal ein anderer Part. Heute werden wir nochmal ganz kurz gleich in die Mine gehen und ich möchte so ein bisschen Manage machen. Ja, das sieht gut aus. Ah, das hat natürlich den Vorteil. Warte mal. Natürlich, habe ich jetzt gerade nicht nachgedacht. Jetzt können wir natürlich doch sofort schon auf die Expedition gehen. Dann bewaffne ich mich nochmal mit allerlei Dingen und wir können sofort abheben. Also dadurch, dass der gute Zinus es gerade hier Tag gemacht hat, das ist tatsächlich wirklich ein Vorteil, muss ich doch nicht. Ich dachte, die Minenarbeit, oh, ein Apfel und Abobelsche. Guck mal, das Bobbelsche hier. Nee, das ist ja nicht der gute Bobbelsche. So, okay. Hat das Bobbelsche mich angegriffen hier. So, aber das ist natürlich schön, dass ich hier schon mal ein wenig an Nahrung komme. Vor allem Apfel. Ja, schön. So, dann Achtung, fertig, los. Wir heben nochmal ab. Und machen uns nochmal vom Acker. Ja, und schauen nochmal kurz in die Richtung da vorne. Ich habe ja gesehen, dass da jemand eine Base gebaut hat. Und dass es da ein relativ großes Plateau gab mit verschiedenen grünen Anlagen. Die natürlich dann auch einmal überprüft werden müssen, ob es da irgendwas gibt, was man holen kann. Boah, das ist ein relativ knappes Manöver von mir hier. So, ich sehe gerade auf meiner Karte da nochmal ein grünes Plateau. Ich will ein Schaf haben. Ein Schaf anlocken kann ich ja nicht. In einer anderen Mod konnten wir das ja. Da konnten wir Schafe anlocken. So. Jetzt sehe ich hier nichts. Gucken wir mal. Also das Problem ist auch hier, dass es ein großes Eisgebirge ist. Das kann man natürlich erwarten, dass es hier nicht viel gibt. Deshalb können wir nochmal Richtung Spawn fliegen. Wir dürfen uns halt nicht zu weit von der Base entfernen. Und es kann natürlich auch jederzeit sein, dass uns jemand angreift aus ihren Teams. Obwohl ich glaube, dass zu dieser Zeit das alles noch ein wenig menschlicher ist. Ich glaube, dass die anderen auch erstmal dabei sind, ihre Base zu bauen, ihre Base zu errichten. Wessen Base ist das da eigentlich? Na, theoretisch kann ich mir jetzt einfach einen Hubschrauber stehlen. Dürfte ich auch theoretisch. Mache ich aber nicht. Das wäre dann wirklich alles andere als Fairplay. Aber vielleicht kann ich mir ein wenig Wolle klauen. Ist hier gerade jemand anwesend? Weiß ich nicht. Also Weizen hat derjenige auf jeden Fall. So, wir landen mal eben kurz. Ein bisschen näher, Leute. So, stopp. Und runter. Wunderbar. Also, ich helfe mal ein wenig mit hier, weil ich ein solidarischer Mensch bin, helfe ich mal hier beim Pflanzen mit und mache mal Folgendes hier. So, das ist auf jeden Fall nett von mir. Müsst ihr euch gar nicht beschweren. Ich bin einfach, wie gesagt, ein wenig nett. Ich helfe natürlich mit, wo man helfen kann. Sehr schön. Dann schauen wir mal. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer hier ist und was er hat, aber er hat zum Beispiel Strings. Und er hat Wolle. Ich brauch ein bisschen Wolle. Darf ich mir die Wolle nehmen? Als Dankeschön hinterlasse ich ihm einen Apfel für die Wolle. So. Und was ist das hier? Ein Container hat er sich gebaut? Was ist ein Container? Ich muss mal ganz kurz gucken, was ein Container ist. Ach so. Das ist quasi... Ah, ein Container ist quasi nochmal ein großes Ding. Okay, alles klar. So. Er hat auch schon Waffen gemacht, derjenige. Ich glaube, mit dem möchte ich mich nicht verscherzen. Alter, wird es schon wieder dunkel? Nein, ne? Der hat eine ganze Menge Ressourcen schon abgesammelt. Ach, ich würde mich jetzt ja so gerne bedienen, aber ich wäre wirklich ein Arschloch, wenn ich das täte. 3 Stückchen Wolle brauche ich für ein Bett, ne? So, wunderbar. Ich habe mich jetzt einfach mal anhand der Wolle bedient. Vielen lieben Dank, wer auch immer du bist. Das finde ich nett. Was ist das hier eigentlich? Okay. Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Das heißt, ich kann quasi... Ah. Okay, ich kann direkt mit dem Rechtsklick, wenn ich entsprechende Kohle habe... Okay, meinen Fuel auftanken.
Ja, er hat sich ein Iglo gebaut. Er hat sogar zwei Betten. Was für ein, siehst du, wer auch immer hier seine Base baut, wird mir bestimmt was abgeben dürfen. Oder ist das Zinus zufällig? Weiß ich gerade. Nein, ich sehe gerade niemanden außer ihm. Deshalb, wie gesagt, einmal ein bisschen sich angucken gehen, was die anderen machen. Huch, das ist Kohle. Einen Wagen hat er auch schon. Schick, schick. Kann ich auch was reintun in den Wagen? Nee. Nice. Wie gesagt, ich bin kein Arschloch. Entschuldigung, dass ich das so offen sage. Deshalb, ich werde jetzt nicht viel klauen. Ich werde mir vielleicht so ein paar Kleinigkeiten nehmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Braucht der wirklich diesen Redstone? Das sagt ihr jetzt nicht, Leute. Er wird sich ausrechnen. Wer auch immer hier gebaut hat, wird sich denken können, wer seinen Redstone genommen hat. Was gebe ich ihm denn dafür? Ich gebe ihm dafür einen Baum und ich gebe ihm dafür. Ja. Redstone braucht er nicht. Die Diamanten stehle ich nicht, das ist mies. Aber den Redstone, den braucht er nicht. Ich brauche den viel dringender als er. Ich fühle mich jetzt schlecht. Ich fühle mich schlecht. Wenn ich vielleicht den Redstone ein bisschen verteile, dann merkt er vielleicht nicht, dass ich den Redstone genommen habe. Vielleicht, wenn ich jetzt so irgendwie, ne, den Redstone verteile, so und so, dann merkt er das nicht. Dann merkt er nicht, dass ich den Redstone genommen habe. Also, das habe ich auf jeden Fall aus Lava gelernt. Jetzt bin ich ein Dieb. The Geocraft ist ein Dieb. Nein, ich bin ja kein Dieb. Ich nehme ja nur, was nicht gebraucht wird. Den Redstone, den braucht er nicht. Als ob der jetzt mal was mit Redstone hier macht. Ich möchte ja was mit Redstone machen. Ich möchte zum Beispiel große Kolbentore bauen. Ich werde den Redstone benötigen. Das ist die andere Sache. Und irgendwie muss man den Krieg hier anzetteln. okay. So. Also, wir haben Redstone gefunden. Schön. An alle, die geskippt haben, ich habe gerade nach langer Arbeit in der Mine mir mehrere Stacks Redstone erarbeiten können, inklusive eines Bettes. Schön. Schön, schön, schön. Ich frage mich nur gerade, wie ich das mache mit der Landebase. Ich muss das tatsächlich in einem Wasserfall verstecken. Denn ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Wir machen einen Wasserfall, der irgendwo hier runter geht, ja, ins Meer. Und dahinter verstecke ich dann den Hubschrauberlandeplatz. Ich glaube, dann ist es auch nicht so offensichtlich. Deshalb ich muss auch alles hier abbauen, ne? Alles, was ihr jetzt gerade hier seht, muss abgebaut werden. Dass man auch gar nicht auf die Idee kommt, dass hier jemand gebaut hat. Das muss hier alles wieder rückgemacht werden, rückgeführt werden. So. Ah, immer wieder eine elegante Landung mit dem The Geocraft. Ah, schön. Und die Sachen sollten wir auf jeden Fall verstecken, habe ich das Gefühl. So solche wichtigen Sachen, da nehme ich mir jetzt erstmal ein Versteck für. Weil ich ehrlich gesagt nicht möchte, dass das nachher abgebaut wird. Das Versteck wird dann einfach sein. Hier packe ich das alles rein. Und wir machen jetzt ganz raffiniert. Wir nehmen uns nämlich jetzt einmal sowas und machen uns ganz schnell eine Kiste. So, wupp. Da ist meine Kiste. Und legen die Kiste hier unten rein. Denn ich will es ja nicht gewesen sein, der den Redstone gestohlen hat, ne? Ich habe den Redstone nicht gestohlen. So, okay, das reicht. Wunderbar. Juh. Dann können wir jetzt eben schon noch ein Bett machen. Ich freue mich. Das ging noch leicht. Wunderbar. Und können gleich unser gefarmtes Weizen nochmal weiterverarbeiten. Also Brot ist jetzt erstmal die erste Nahrung, die wir fürs Erste haben werden. Oh, wunderschön. Ich glaube, es ist ein bisschen klüger bei Weizen, wenn man das ein bisschen zerstreuter anpflanzt und nicht so, ne? Die Weizenfarm möchte ich auch in Bälde verlegen in meine Base. Das heißt, sobald ich anfange, die Base zu bauen, werde ich hier alles wieder ratzekahl machen. Ich werde dafür sorgen, dass es niemals diese Farm gegeben hat. Ich werde hier alles dem Erdboden gleich machen, damit wirklich keiner auf die Idee kommt, dass ich hier gerade wohne. Ich werde dann, wie gesagt, wir müssen einen Wasserfall noch managen. Das heißt, ein Eimer Wasser wird auf jeden Fall vonnöten sein. Dann werde ich also beim Wasserfall werde ich anfangen. Oh, super, ey, wir haben Nahrung, Mann, das gibt's doch nicht. Ja, und das sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr gute Fortschritte, die wir machen. So. Also viel zu stehlen gibt es bei mir aktuell nicht, außer Kohle und solche Sachen. Also ja, ein bisschen Kohle hier reingepackt. Ja, können wir gleich mal hier weiter schmelzen lassen. Dann bekommen wir auch entsprechende Redstone-Mechanismen, die wir benötigen. Es soll eine kleine Redstone-Tür als Eingang geben. Das mit dem Wasserfall in der Base finde ich total raffiniert. Und jetzt brauche ich nochmal ganz kurz meine Treppenstufen und werde noch einen kleinen Moment farmen gehen, bis Zinus sagt, er möchte sich schlafen legen. Dann gehe ich nämlich hier oben auch pennen. So, also, ich nehme auch schon mal gleich meine gute Spitzhacke mit und ich brauche erstmal eben meine schlechten Spitzhacken hier auf. Und die Treppen nehme ich mit und das nehme ich mit. Okay, wunderbar. Dann auf geht's in die Mine. Also, das ist schon mal ein guter Fortschritt. Ich
Habe zwar gesündigt heute, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, der wird es verzeihen können. Wer auch immer das ist, wir werden es ja bald herausfinden, wessen. Ach, mein Heli steht noch draußen, den sollte ich vielleicht mal abbauen, ne? Würde ich so vermuten, könnte eine gute Idee sein. Oder ist es gerade dunkel geworden? Ja, es geht noch. Irgendwo sind hier Mobs in der Nähe. Ich baue nochmal schnell den Heli ab. Und vielleicht mache ich nochmal ganz kurz Folgendes. Oh, zack, her damit. Den leeren Kanister. Ja, ich nehme die leeren Kanister erstmal mit. Die kann ich doch bestimmt später noch gebrauchen. So. Zack, gehen wir schnell hier rein. Und nochmal ganz kurz beides weglegen. Dann bediene ich mich nochmal meiner Axt. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Und dieses Ding nehme ich auch nochmal ganz kurz mit. Um ganz kurz. Also erstmal noch schnell die Bäume abbauen. Wie gesagt, Holz, Holz und Holz. Die ganze Base soll später mit Holz. Also mit Holz werden wir viel machen können. Und Holz und Glas und Stein. Das ist quasi die Baumaterialien, die ich gerne nutzen möchte zur Base. Und jetzt gleich wird es auch dunkel. Das ist schon mal gut, dass es dämmert. Ich mache mal kurz hier einen Platz frei, dass ich gleich die Dingens aufsammeln kann. Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Einen Baum baue ich noch schnell ab. So, zack, zack, zack. Hab nun auch ein Bett. Dann wird der Zinus hoffentlich sich nochmal hinlegen. Ach komm, ganz schnell, mal ganz kurz. So, einmal kurz in der Haia-Haia. Wunderbar. Und da schlafen wir ein, ab in unsere nächtliche Ruhe genießen. So, schön. Wir haben schon über einen Stack Holz hier in der Kiste. Das ist schon mal ein guter Fortschritt. Ich vergrößere kurz diese Wohnung hier nochmal um den Faktor 1, damit ich auch die Kiste vergrößern kann. Das ist, wie gesagt, die Minenwohnung. Die wird später aufgegeben. Das ist, wie gesagt, der Zugang zum Minenstollen, in dem ich arbeiten werde. Deshalb habe ich ein kleines Handwerkerhäuschen reingebaut, in dem ich dann alle möglichen Sachen managen kann. Hier oben kommen meine ganzen Schätze rein. Das gute Ordnungsmanagement muss noch kommen. Ja, ich weiß auf jeden Fall. Fangen wir an. Also hier oben packe ich erstmal alle Holzgüter rein. Holz mache ich hier oben in diese Leiste. Dann alle Steingüter in diese Leiste. Flugzeuge kommen in diese Leiste. Meine Güte, habe ich schon viele Flugzeuge. Dann geschmolzene Sachen da. Und hier unten kommen natürliche Stoffe, wie zum Beispiel sowas hier. Die Schneebälle, die brauche ich nicht. Komm, weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Yippie. Ja, Mann. Ja, das musste sein. So. Einmal vor Jubel das Ganze. Dann Weapons und Tools kommen hier hin. Holz hier oben. Sachen aus da. Und hier, wie gesagt, Rohstoffe hier unten. Wunderbar. Das heißt, mein ganzes Stein kommt dorthin. Dann Tools. Was brauche ich nicht? Das brauche ich jetzt gerade nicht. Und die Axt brauche ich fürs Erste auch nicht. Dann bin ich gut ausgestattet soweit und kann mich auf den Weg nach unten in die Mine begeben. So, 27 Minuten, das sollte doch für heute reichen. Also, liebe Leute, dann werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen hier in der Mine graben und im nächsten Part gucken, ob wir dann dieses Tagebuch-Dings machen oder ob wir schon genug haben, um unser Haus anzufangen. Das wird sich dann spontan zeigen. Aber jetzt erstmal wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Liebe Leute, macht's gut, bis bald und ciao.